Heute geht es weiter mit Poppy Playtime Chapter 3. Wir gehen heute in die Home Sweet Home und werden dort ein paar Charakter treffen, die wir wahrscheinlich sehr gut kennen. Viel Spaß. Hä? Und? Achso. Dankeschön. Wer auch immer Olli ist, er hilft uns auf jeden Fall. Aber ich bin mir nicht ganz im Klaren, warum er uns jetzt hilft. Weil er ist ja uns, er hat ja gesagt, wir sind seine Mission, beziehungsweise die Mission von Poppy und ihm. Verstehe jetzt noch nicht so ganz, was da abgeht. Haben die extra drauf gewartet? Und warum hat der Poppy nicht selber befreit? Im Prinzip ist, aber er ist halt ein Kind, ne? Obwohl ich mir eigentlich vorstellen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es... Hä? Ich wollte gerade sagen, mach mal die Tür auf. Okay, ich kann mir auf jeden Fall nicht vorstellen, dass es der Prototyp ist, weil wieso sollte das der Prototyp sein? Und warum hängen hier Bilder von nichts? Wer hängt denn da Bilder auf von nichts? Okay. Da könnte ich mir vorstellen, dass es Mary ist. Also Mary Payne. Bei dem Kind weiß ich es nicht. Aber hier hängt überall Hopscotch. Hier hängt überall Bunzo Bunny. Hä, wir haben doch gar keine Gasmaske. Bin ich also richtig mit meinen Halluzinationen von Hack? Ach du Scheiße. Ich weiß auf jeden Fall, wo wir gerade sind. Und ich weiß auch, dass wir gleich von Huggy gechased werden müssten, weil das ist nämlich die Stelle, die man im Trailer gesehen hat, richtig. Und wer will denn... Jetzt habe ich eine Frage. Wer von euch wäre nicht gerne hier? Ja, guck mal, das ist doch eigentlich voll schön hier, oder? Hier sind überall Bilder von Kindern. Ich laufe jetzt einfach mal nach links, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich nach rechts soll oder so. Das Ding sieht mir ziemlich groß. Tragische Nachrichten, okay. Ich gehört haben, Okay. Mhm. Found in an upstairs bedroom in a large duffel bag. Officers on scene report that the remains appear to have been disturbed. Organs as well as key bones for the skeletal structure were reported missing from the body. It is unknown at this time whether this extraction was in fact the cause of death. Okay. Also, die haben bei Elliot eine Leiche gefunden von einem Kind, bei dem Knochen und sowas gefehlt haben. Okay. Okay. Ja, ich würde da auch nichts zu sagen wollen. Okay. Das war ein bisschen gruselig gerade, was er da gesagt hat. Bleib dran für mehr. So als ob, hey, wenn ich dir jetzt noch mehr erzähle, dann wirst du gleich merken, was abgeht. Wo ist das Telefon? Wo ist dieses scheiß Telefon? Ich mag das nicht, wenn Telefone klingeln. Ach hier. Oh mein Gott, da war Catnap. Wo soll ich hinrennen? Wer bist du eigentlich? Bleib ja weg, Freundchen. Oder ist das Mary? Ich weiß es nicht. Meint ihr? Also man hat ja hier super viele Kinder, die man gerade sieht. Und man kann das ja auch irgendwie ein bisschen zuordnen und sowas. Aber... Ich weiß auch nicht. Er sagt, wir sollten rennen. Holy shit. Und ich sag euch das so, wie es ist. Ich habe hundertprozentig recht mit meiner Vermutung mit dem Gas. Es ist halt super dunkel. Ich sehe selber nicht viel. Es tut mir mega leid, dass es so dunkel ist, aber ich kann es gerade nicht ändern.
Temco, it seems. Hä, beweg dich keinen Zentimeter. Ich habe das Gefühl, wir haben gleich die erste Chase-Szene von Catnap. Weil, wieso nicht? Oh, Alter. Es ist halt einfach super cringe. Und das Zeug dieses Gases, hundertprozentig ist das eine Halluzination, die wir bekommen die ganze Zeit. Ich hab dich gehört, Freundchen. Lass es gut sein. Wir müssen hier auf der rechten Seite lang. Catnap. Wir wollen eigentlich Freunde sein, du und ich. Also. Oh, Alter. Holy shit. Da vorne steht er doch, oder? Hallo? Hallo, Catnap? Oh, es ist so dunkel, ich seh nix. Ich sehe nichts. Ich jag dich. Alter, er jagt uns da. Oh mein Gott. Wir haben Leute, sind wir hier hinten eingesperrt oder was? Oh, ey. Was zur Hölle? Ey, das ist doch mehr wie eine verdammte Halluzination hier gerade, oder? Was passiert denn hier? Okay, da hinten geht's lang. Das ist ja richtig creepy. Da ist die Tür offen. Ich will nie wissen, was da drin ist. Wo geht's jetzt lang? Da oder da? Da oder da? Ich weiß es nicht. Wir laufen hier lang. Oh, da hinten liegt Hagi, oder? Du solltest rennen, ich kann nicht mal rennen. Was? Guild hunts you. Hä? Okay. Ey, das ist super creepy. Die haben das richtig, richtig gut umgesetzt. Ich weiß halt leider nicht, was es heißt gerade. Ich kann es nicht im Kopf übersetzen. Falls das jemand auf Deutsch weiß, was da gerade stand, gerne in die Kommentare. Sorry, es tut mir leid, ich bin noch auf YouTube. Okay. Steh auf. Nee, ich will lieber. Nein, ich will liegen bleiben, lass mir Ruhe. Ist der mit dir? Was ist das da? Ich glaube, er meint damit Hagi, dass er aufstehen soll, oder? Hundertprozentig schießt uns gleich Hagi hart ins Gesicht. Ey, es ist so dunkel, ich sehe fast nichts. Muss man das denn so dunkel machen? Und die Musik ist halt auch super cringe. Okay, die Stelle gefällt mir sehr, sehr gut. Da bin ich richtig begeistert gerade von. Weil ich richtig Schiss hab ein bisschen, dass hier gleich was passiert. Und wetten, jetzt kommt Hagi? Komm schon. Schreiende Kinder auf jeden Fall. Aber lässt er uns gerade unsere Albträume durchleben? Weil es ist ja irgendwie schon so ein bisschen in die Richtung, ne? Happy and... Was? Happy and fun. Way was it done? Okay. Ich sehe gar nichts, Mann. Das ist richtig scheiße. Ich sehe nichts. Aber dafür können die ja nichts. Oh mein Gott. Jetzt kommt wieder irgendwas... Hallo Hagi. Greetings, employees, and welcome to your first day here in Playtime. We're certain that in the days to come, you'll find your new family here every bit as loving and supportive as your own. Feel free to wander the halls, sit in the mess for lunch, or watch our children play and learn to their little hearts' content. Join the innovationists, where the bounds of science are continuously pushed. Or join the counselors of Playcare, whose diligence and care for our children will help shape a brighter future. Mm-hmm. Just mm-hmm. You see. Now, every one of you has your part in that future, so should you be feeling unhappy for where you are or what you've done? Worry not, for your supervisor is here and happy to listen. And should you come back years later? Jahre später. Conscience finally getting the better of you.
May you descend into the dark and the dust, finding all that awaits you are incomprehensible horrors, each hungry for your return, each eager that they might find you. Okay. Perhaps they'd smile at you from a shadow, their smiling mouths full of teeth and meat and plastic. Ich kann nicht weggucken. Es geht nicht. Er guckt alleine wieder hin. Warm welcome. Or perhaps they won't allow you such time to figure your place in the world you'd left. A world that's theirs now. Mhm. Welcome home. Ich sag doch, das ist eine Halluzination. Oh, Alter, wie geil sieht das bitte aus? Alter, Hagi. Oh! Fuck off. Oh mein Gott, wie gut sieht das? Alter, sieht das geil aus. Oh mein Gott. Ey, das ist absolut genial. Und wo sind wir jetzt gelandet? Sollte das so... Sollte das etwa passieren? Holy shit. Wie verdammt gut war das denn bitte? Und das ist genau das, was ich gesagt habe. Dieses Playtime-Gas, beziehungsweise das rote Gas, ist einfach eine Halluzination. Das war nicht Huggy selber. Geht das auf? Nee, das war nicht Huggy selber. Definitiv nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil wenn... Ja, das ist fast hier runtergefallen. Oh, guck mal, das und da... Das ist unsere Gasmaske, cool. Wenn das Huggy selber gewesen wäre, dann wäre das anders gelaufen jetzt. Der hat den Jumpscare von Huggy, aber er hat nicht die richtige Form von Huggy gehabt. Also war ich ja doch richtig mit meiner Annahme, dass das Gas einfach irgendein Halluzinationszeug hervorruft. Hallo, Momentan weg. Okay, ja gut, die Rede ist also nicht, die ist down. Okay, ja auch. Mhm. Okay, das hier ist also keine Zelle. Das hier ist keine Zelle, wie ich das gedacht habe. Obwohl, es sieht ein bisschen schon danach aus, oder? Wir müssen jetzt aber nicht hier oben lang. Wir müssen wahrscheinlich dann jetzt hier lang. Die Gasmaske kann ich auf- und absetzen. Okay. Okay, okay. Dann müssen wir mal gucken jetzt. Also, das ist sehr, sehr gut gemacht. Ich bin richtig begeistert davon. Das ist absolut geil. Lieben wir. Ein Auto einfach hier reinschießen. Und jetzt, wie soll ich da jetzt hochkommen? Gibt es hier irgendwo einen Handle oder so? Oder ist hier irgendwo ein Pad? Ach ne, hier ist ein Jump Pad. Das habe ich gerade gar nicht gesehen. Okay, Waschmaschinen, um dreckige Klamotten zu waschen. Jeder braucht saubere Sachen. Ist ein Wunder, dass es keiner von den Smiling Critters sagt. Aber bis jetzt, sehr, sehr gut. Also, holy shit. Kann ich die wieder absetzen jetzt? Ja, ich habe mich lange nicht so erschrocken, ne? Das ist echt krass. Also, das haben sie echt super hinbekommen. Falls ihr es schon, also, etwas weiter gespielt habt oder so, wie fandet ihr es bisher? Beziehungsweise, wie fandet ihr das Spiel allgemein? Auch die ersten Chapter so, Poppy Playtime Chapter 1 und Chapter 2. Hä? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Was zur Hölle? Ich sollte also doch hier lang, oder? Ja, war ja klar. Wer hätte es gedacht, dass wir hier nicht doch lang müssen? Okay, da haben wir... Wie heißt denn der Bot? Okay, hier kommen wir nicht lang. Hier ist auch wieder ein Kind. Hm. Wer da? Hey, Leute, konnte ich das jetzt? Hä? Wo ist es hin? Ne, du kannst es nicht aufmachen. Ich dachte jetzt schon, du kannst es aufmachen. Okay, hier lang wahrscheinlich. Ja, hier sind diese Zimmer von den Kids. Hier liegen überall so ein paar Plüschtiere rum, aber ansonsten nichts Interessantes.
Alter, was ist denn? Ist euch mal aufgefallen, wie dünn der ist? Alter, der sieht aus, wie als ob der übelst abgemagert ist oder sowas. Das ist ja richtig krass. So eine abgemagerte Katze. Poppy! Sonne, Poppy. Sonja, Poppy. Hallo, Poppy. Aber wo ist Poppy gerade? Ich hätte eigentlich erwartet, dass Poppy uns hier begrüßt und sagt, hey, komm, lass uns zusammen in die Plague hergehen. Aber hat sie irgendwie nicht gemacht. Kann das... Power of Night. Okay, also... Wir brauchen auf jeden Fall einen zweite Elektro... Denkst du? Watch... Hide. Watch out. Okay, da ist Band... Da ist... Ich weiß nicht, was es darstellt. Das sieht aus wie ein Teddybär oder sowas. Ich vermute mal, dass es Bobby Barrack ist. Und der Bot... Beide tot. Tiertunnel. Cassie! Hey! Wo haben wir gerade einen... Ich komme nicht an sie ran, aber guckt mal, Cassie. Die sitzt da, was guckt sie sich da an? Hallo? Wir wissen, was das ist. Sie hat das Bild von dem Mädchen in der Hand. Mhm. Warum hat sie das Bild von... Ist sie das vielleicht selber? Als Mensch? Ich meine, sie jumpscared uns. Wir wissen, dass Cassie nicht böse ist oder sowas. Aber wir wissen, dass Cassie mit Huggy sehr eng war. Das heißt, es könnte vielleicht sein, dass wir noch ein bisschen mehr rausfinden über sie. Why? Ich kann es nicht lesen. Das kann ich nicht lesen, aber why you returned? Warum bist du zurückgekommen wahrscheinlich oder sowas in der Art? Warum? Weil ich einfach gucken will. Kann es vielleicht sein, dass sie hier gar keinen Mitarbeiter spielen? Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Dass es gar kein Mitarbeiter sein muss unbedingt? Sondern dass dieser, in Anführungsstrichen, was ist denn mit ihm, Alter? Ist das Blut oder? Nee, das ist... Das ist eine Wassermelone. Oh Gott. Dass sie, also wie gesagt, dass sie hier gar keinen Mitarbeiter spielen, sondern dass sie vielleicht ein Kind aus der Plague her spielen, die aus der Plague her entkommen ist, beziehungsweise die erwachsen geworden ist, rausgegangen ist aus der Plague her. Alter. Beruhig dich mal. Es ist... Ich habe Angst, dass es aufsteht. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass uns gleich... Ah ne, es hat ja kein... Ich hab keinen Plan, was hier abgeht, gell? Und what the fuck? Was ist hier los? Also... Hä? Ja, hier sollte auf jeden Fall jemand nicht unbedingt wieder rauskommen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich glaube auch nicht, dass Catnap unbedingt möchte, dass hier ist... Oh Gott. Der möchte bestimmt auch nicht, dass wir das Licht anmachen. Aber ich finde es irgendwie krass, dass Cassie da in der Ecke sitzt. Mit dem Bild in der Hand und... Nicht so ganz weiß, was los ist. Ich glaube, sie hat noch nicht so verstanden, dass sie kein Kind mehr ist. Okay, ruhig, leise. Okay. Hier ist Huggy. Also so eine Huggy-Puppe zumindest. Okay, aufziehen. Und... Oh, Vollgas! Das ist so geil. Das macht Spaß, das Ding. Das war ein Catnap-Zeug. Das ist cool, das ist eine geile Mechanik. Finde ich ziemlich nice. Haben sich auf jeden Fall Gedanken gemacht. Okay, jetzt sind wir... Oh mein Gott. War da was? Ich weiß es nicht, es hat gelacht. Oh Gott. Ey, ohne Scheiß, ich bin so schreckhaft gerade in dem Game, ne? Das ist nicht normal. Das darf eigentlich gar nicht sein. Ihr Fliegen. Wer hat Fliegen bestellt? Will jemand welche? Aber hier kann man halt überall runter. Seht ihr das? Also hier auf jeden Fall, das ist klar. Aber... Okay, wow, es brennt sogar das Ding.
Roast Beef Delicious. Das ist jetzt sehr ironisch. Roast Beef Delicious. Das kommt von dem Schweinchen. Gebratener Elefant. Gehäutetes Einhorn, Alter, bitte. Damit du mich häutest und isst, oder was? Hi there. I'm Piggy Piggy. Let's eat. Also, was die sagen, ist schon ganz schön creepy. Zwei haben mich angeschrien. Er sagt gehäuteter Elefant und... gebratener Elefant und gehäutetes Einhorn. Ey, was ist denn mit den Viech los? Okay, wait a minute. Die haben das mit den Critters auf jeden Fall krass gemacht. Sehr, sehr krass. Finde ich eigentlich auch ziemlich gut. Also bis jetzt ist das Chapter echt sehr gut gemacht. Ich finde es sogar bis jetzt das beste Chapter, meiner Meinung nach. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das unbedingt seht, aber ich glaube, ihr seht das genauso wie ich. Ich hoffe doch, dass ihr das genauso seht wie ich. Oh, wartet. Was ist das, ein dunkelgrünes Tape? Ah, das ist natürlich schön, dass es ein dunkelgrünes Tape ist. Ja, ist mir egal, ob die Tür zugeht. Na, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo das ist. Hier ist Huggy. Ich brauche dieses Tape. Ich möchte das bitte haben. Wo ist es? Mein... Habe ich es schon übersehen oder bin ich jetzt einfach nur blöd? Ja, die ist sie ja auch. Sie hat das einfach nur nicht realisiert, dass sie halt einfach nicht mehr in ihrem Körper ist. Sie ist immer noch ein Kind. Noch haben die das gar nicht so realisiert. Wir werden jetzt aber sehen, was hier weiter abgeht. Okay, Sam. Wir erfahren gerade die Namen der Kinder. Wait. Haben die das gefeiert, dass die Kinder gehen müssen? Weil das ist ja gerade Goodbye, Sam. Sie haben sich richtig verabschiedet von den Kindern und haben denen das als was Gutes verkauft? Alter. Daran sieht man einfach erstmal, wie krass es ist, beziehungsweise wie einfach krass es ist, Kinder zu manipulieren. Sobald die nämlich keine Ahnung haben von dem, was da wirklich abgeht, ist es halt super easy zu sagen so, hey, guck mal, das ist alles cool, das ist alles schön hier. Okay, das war jetzt aber nicht schön. Bobby! Oh nein, die Statue hat sich gerade aufgestellt. Aber das ist halt das, was echt krass ist, ne? Ja, wow, und wie soll ich da jetzt dran kommen? Haben wir hier so ein Auto? Ne, haben wir nicht. Aber Bobby Barrack steht da auf jeden Fall. Komme ich hier irgendwie anders hin? Ne, wahrscheinlich nicht, wa? Das ist halt, weil es super dunkel ist, ne? Ach, hier. Ja, ist natürlich schlau, sich da hinzustellen. Okay, wait. Einmal. Wo ist denn jetzt? Och, als ob. Ey, das hätte man aber jetzt, ne? Da muss ich doch erstmal wissen, wo was aufgeht. So. Okay. Ich weiß nicht, ich habe wirklich das Gefühl, dass wir hier eigentlich... Okay, wir sind jetzt hier und da... Oh Gott, hier liegt überall Blut. Hier kommen normalerweise die Babys rein. Auf die Kickin' Chicken was. Doch, das ist Catnip. Ich wollte gerade sagen, Kickin' Chicken. Aber Catnip hat auf alle Kinder aufgepasst, so, ne? Er hat ja sein rotes Gas verströmt, bla bla blub. Und dadurch haben die ja diese extrem Horror-Szenarien erlebt. Hier ist jetzt aber nichts weiter drin. Hi, Bobby. Ist schon cool.
Aber warum steht die jetzt? Wer hat dich hingestellt? Sag mir, wer es war. Kann man näher... Ah, die bewegt sich wirklich mit uns mit, okay. Ich habe erst gedacht, ich bin doof, wo ich das gesehen habe im Trailer. Aber die bewegt sich einfach mit uns mit. Mhm, da haben wir wieder irgendwelches Zeug. Aber bis jetzt ist noch nichts Krasses passiert, außer dass ich zweimal gejumpscared wurde. Oh, da geht's also auch lang. Was ist das? Ich habe keinen Plan, ne? Hey, wer hat... Ah, okay, wir mussten denen das Ding klauen, kann das sein? Ich habe keinen Plan, ob ich das jetzt hier richtig mache, ne? Banzo, Bunny. Da liegt einfach ein Kopf im Kühlschrank. Jo, wenn jemand Bock auf Katzenkopf hat, dann dürft ihr da gerne mal schnell vorbeischauen, weil ich glaube, die haben auf jeden Fall was zu schnabulieren dabei. Ja, aber wo muss das jetzt hin? Ah, da. Ist hier noch so ein Ding? Wie gesagt, also musiktechnisch haben die das echt stark gemacht, ne? Auch allgemein so spieltechnisch ist es alles mega gut gemacht. Ich habe nur irgendwie das... Wow. Das Gefühl, dass ich... Ich weiß gerade gar nicht, wo ich hier hin soll. Wir sollen auf jeden Fall die Dings anmachen, das ist klar. Aber warum sind manche halt hart verschlossen? Hm. Also das hier zum Beispiel. Warum? Für was? Sind die Kinder so krass gewesen, dass sie ausbrechen können, oder was? Aber die Musik ist gerade eher so ein bisschen... Ja, alles chillig. Alles ist gut. Wir sind hier in der Playcare, im Waisenhaus. Hier sollte eigentlich nichts passieren. Aber... ja, ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob hier wirklich nichts passiert. Wir haben auf jeden Fall Bobby Bearhack beklaut. Was eigentlich schon irgendwie ein bisschen traurig ist. Ja, ich habe Angst, dass mich das Ding anspringt. Aber ohne Scheiß, also musiktechnisch wirklich sehr, sehr gut. Es ist, wie gesagt, es ist allgemein sehr gut gemacht. Aber ich weiß halt nicht, ob es da jetzt runtergeht oder ob es hier irgendwo weitergeht. Aber von hier sind wir ja gekommen, das ist klar. Und da kommen wir nicht weiter. Ah, oh, dieser riesige. Und hier? Nee. Oh, wow. Wo ist jetzt diese letzte... Ach, doch. Wait, ich hab's, glaube ich. Ich hab das Teil nicht gesehen. Ich hab das Teil dann nicht gesehen. Okay, ich glaube, ich hab's. Okay, wir haben's. Oh mein Gott, was ist hier denn los? Warum hängt das da oben? Das Plushie, guckt's euch an. Same Cat in der Plush. Oh, den fehlen die Augen. Oh mein Gott. A good day keeps the monsters away. Hm. Two hugs a day is better in every way. Okay. Hugging forever. Hugs are non-stop. I'm gonna hug you until you pop. Mhm. Aber Huggy ist cool. Huggy finde ich ziemlich nice. Okay, also das ist natürlich auch ziemlich krass hier, aber ich kann hier nichts aufheben. Das nervt mich ein bisschen, dass ich hier nichts aufheben kann. Ich würde gerne mehr über die Story von den Kindern erfahren. Hm. Na, ist egal, wir werden da schon irgendwas rausfinden noch. Ach Mensch. Banzo Bunny tot. Das ist wahrscheinlich Catnap. Das ist Huggy Wuggy. Ich würde halt wirklich super gern da irgendwie dran gehen und würde irgendwie das Zeug lesen wollen und so. Naja, diesmal kriegst du mich nicht mit deinem Scheißgas. Diesmal nicht. Mhm. Ich glaube, ich habe die Huggy Wuggy Chase ein bisschen verkackt. Okay. Ihr seht also, das Gas ist halt überall.
Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das nicht unbedingt einatmen. Ich weiß aber halt auch nicht, was passiert, wenn wir es einatmen. Das würde ich gerne wissen. Was passiert, wenn wir das einatmen? Wir probieren das gleich aus. Wenn wir das nächste Mal irgendwas sehen, wo wir das einatmen können. Dann atme ich das ein und dann will ich wissen, was hier los ist. Ja, bis jetzt haben wir noch nicht so krass hier rausgefunden. Aber es ist okay, es ist okay. Ich habe irgendwie ein bisschen Schiss, hier durchzulaufen. Gell? Das ist ein bisschen cringe. Oh, wow, wow. Kannst du die bitte da reinschieben? So, wir haben beide Sonnen aufgemacht. Das heißt, unsere Tür ist jetzt auch auf. Oh, falsche Richtung, Bro. Wir hätten hier lang gemusst. Da irgendwo. Aber bis jetzt ist uns... Also, Catnip ist mir bis jetzt noch ein bisschen suspekt. Der ist nicht ganz dicht irgendwie. Aber ist okay. Auch das ist okay. Speichern. Irgendwo müsste dann auch endlich mal Dog Day kommen. Ah, jetzt gibt es wieder ein Rätsel. Ah, jetzt brauche ich wieder 10 Stunden, nicht, dass ich das verstanden habe. Hä? Das Ding kann schießen? Ach, lol. Ach, okay. Ich habe nämlich erst gedacht, dass wir das Ding da bekommen als richtigen Ersatz für den Arm oder sowas. Also doch nicht. Ist okay. Ja, bei dem sehe ich ja nichts. Aber hier... Weil hier sieht man nämlich, wo die Arme jedes Mal hingehen. Okay, gut. Dann probieren wir es aus. E? Hä? Drücke E, um den Revolver zu benutzen. Mache ich doch. Die Dinger müssen auf jeden Fall angemacht werden. Ach so. Ja. Ja, wenn dumme Menschen... Videospiele spielen, dann sollten die auf jeden Fall auch logisches Denken an den Tag legen dürfen. So, hier. Ach so, abducken. Ach du Scheiße. Okay, jetzt haben wir das Ding hier, aber für... Nein, nicht so weit drehen. Danke. Okay, und jetzt haben wir das so. Okay, und jetzt muss ich wieder zurückgehen, beziehungsweise nicht zurückgehen, weil das wäre ziemlich dumm. Hier oben hingehen und das wegmachen und dann mit dem Ding zielen. Ah, jetzt habe ich auch verstanden, was sie von mir wollen. Oder? Also, ich habe verstanden, was sie von mir wollen. Aber was jetzt passiert? Warum ging das jetzt nicht? Wieso war mir klar, dass das Ding irgendwas damit zu tun hat und ich check's einfach nicht? Ach Gott, bin ich dämlich. Jetzt, mein Gott. Schwere Geburt, ich weiß. Sehr schwere Geburt. Holy moly. Was ist hier? Nichts, nur kaputtes Zeug. Okay. Ach, mein... Also, wenn man das Ding sieht, ja, diesen Griff da, dann weiß man eigentlich so, okay, gut, warte mal, da ist irgendwas zu tun. Aber wenn du halt das Problem hast, dass du nicht so ganz weißt, was da wirklich abgeht, was du tun sollst, dann interpretierst du das halt erstmal vielleicht falsch, so wie ich das die ganze Zeit gemacht habe. Aber es war trotzdem richtig. Ich habe gedacht, ich muss jetzt draufdrücken, aber nee. Das ist das hässlichste Kissen von Katniss, was ich je gesehen habe. Okay, hier ist auch wieder ein Kind. Hier sind die Poppyblümchen. Kann ich das aufheben? Mann, ich will das lesen. Ich will was erfahren von euch, über euch. Kommt schon. Gebt mir doch wenigstens einen kleinen Hinweis. Nee, willst du nicht.
Ja, alles kaputt gekratzt, ist auch wieder ein Kind. Mhm. Jo, welcome back. Okay, wir gehen natürlich jetzt in Etage Nummer 3 von der Blake her. Hm. Ich will mal ganz kurz in OBS reinschauen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Kamera ein bisschen sehr über... überdimensioniert ist, was das angeht. Die Saturation. So, let's go. Mm. Aber wie gesagt, also ich finde es echt sehr, sehr stark gemacht bis jetzt. Oh mein Gott. Oh, Kissy, ist alles... Hallo. No, no, let go. They didn't do anything wrong. We're actually here to help. Oh mein Gott, Alter, Kissy wollte mich direkt jetzt killen, gell? This place makes her tense. I'm glad that Ollie could help you get this far. He's the reason we found you at all. Okay. Ollie ist also der Grund, warum wir gefunden wurden. Aber Kissy hat gerade richtig, richtig schlechte Laune gehabt. You've been through so much. You deserve an explanation. Ja? Okay, ich verdiene eine Erklärung. Okay, we'll be okay. Aber Kissy wollte uns gerade hart ins Gesicht schlagen. Was passiert jetzt? Okay, wir sollen erstmal mit Kissy jetzt mit. Ja, das ist mir schon klar. Ja, das ist ja das, was ich gemeint habe. Sie sind die Jünger des... Da, seht ihr? Ich kann mir nicht vorstellen... die Ehre haben. Kissy ist irgendwie... Ich weiß nicht. Ist okay so? Prototype knows we're coming by now. You try to escape, he'll kill you before you ever reach that front door. Ja? He's the reason I was trapped in that god-awful case for so long. You have no idea of the things he's done. Let me help you kill him. Let me help you save everyone. We've all seen you. How capable you are. Ja, ihr wisst, dass ich fähig bin. Huggy. You killed Mommy. You freed me. You are perfect for this. Catnap is coming. He's the final obstacle the prototype has placed against us. We can't stay here. Keep yourself safe. Ollie will call you. Mhm.